Er hat nur blaue Arme, der blaue Mann. Wegen Demonstrationen ist er umgelacht. Alter. So. Hey, warum steht der 829? Guck mal. Ich heiße. Hier oben für uns alleine. Ihm ist er gerade entgegengekommen, ist ja geil. Soll ich nochmal runtergehen? Hof Hermannplatz, Sonnenallee. Wer ist jetzt vorne? Na, der hat jetzt, der hat gesagt, der sagt uns, glaube ich, Bescheid. Wie? Er sagt Bescheid. Oder soll ich nochmal runtergehen? Da komme ich nochmal bei der Frage. Also sagst du uns Bescheid? Oder wo ist denn der gerade, wo der fährt? Also wir fahren alle nur wegen der Demo bis zum Moritzplatz. Okay. Deshalb hat er dann sowieso 20 Minuten Wendezeit. Okay. So. Gut. Okay, gut. Weil den habe ich noch nie gesehen und möchte gerne mal drin sein. Ich bin heute den 104 durchgefahren und habe gewartet auf den Doppeldecker. Kam keiner, sind wir mit den trotzdem durchgefahren. Und ich liebe generell diesen Doppeldecker. Ja. Ja. Liebst du auch den Doppeldecker hier? Den Doppeldecker magst du auch, ne? Ja, bisschen. Besser als den alten. Außer die neuen. Ja. Können wir später dann ein Foto von dem Bus machen? Ja. Gut. Den wollen wir wieder nach oben? Unten? Wo soll ich? Ich fahre bis U-Bahn und Moritzplatz, ja? Ja, bis Moritzplatz und da steht da 20 Minuten rum. Also okay. Also eigentlich hat er Wendezeit da, weißt du? Okay. Wie gesagt, durch diese scheiß Demo ist jetzt wieder alles durcheinander. Was demonstrieren sie denn heute? Ja, keine Ahnung, schon die zweite heute. Wegen der 3G-Regel? Vorhin war wegen Menschenrechten, dann war noch was, was ich der Kaninchenzüchter verhalten. Ich hab keine Ahnung. Okay. Ja. Wie lange bist du jetzt schon Busfahrer? Ja, seit 2004. Seit 2004? Ich bin 2006 geboren. Das ist ja fast an dran. Mein Sohn ist 2003 geboren. Oh, was macht der? Der studiert jetzt in Bayern. Das ist nicht so breit und zwar nur. Okay. Also alle von uns Moritzplatz. Genau. Oh, das ist ja gut. Guten Tag, ich wollte nur mal zum Verständnis. Es kam vorhin sehr hart an. Also vom Hermannplatz starten ohne Rücksicht auf die eigentliche Abfahrtzeit. Ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Wir fahren jetzt zum Moritzplatz erstmal und warten dann dort. Okay. Das ist der Funk weg. Ja, ich habe überlegt mir auch, ob ich Busfahrer werde. Ja. Oder U-Bahnfahrer ist auch was beides. Ja, auch Biochemie. Ich werde aber dort die Bahn fahren, wahrscheinlich. Ja. Ja, die ist zu alt. Und bei uns gibt es ja auch Kombifahrer, die machen beides, ne? Was ist ein Kombifahrer? Kombifahrer hast du Busführerschein und U-Bahn-Zertifikation. Ah. Ach, beides? Naja, also meistens fangen wir an als Busfahrer und dann kommt irgendwann mal so eine Ausschreibung, da heißt es, wer möchte U-Bahn-Fahrer werden. Ja. Kannst die Ausbildung dann direkt bei der WVG machen, das ist in Moabit an der Turmstraße. Okay. 33.06, 21.14, bitte. Ja, das Gespräch war weg, aber bis Moritzplatz ist klar. Ja, alles gut, wir sind jetzt ans Angekommen. Wir brauchen eine Durchfahrtzeit abfahren und dann darf pünktlich losmachen. Vielen Dank. Danke. Ja, also wie gesagt, da gibt es ja nicht so Kombifahrer. Ja. Das Problem ist nur, die meisten, die dann den U-Bahn-Schein haben, die ja.
gerne beim Busfahren nur noch so sporadisch eingesetzt. Ach so, okay. Also kaum. Ich hätte es ja gut, jetzt sehr gut gefunden, so Winter-U-Bahn fahren, was schon warm ist. Ja. Und im Sommer Bus. Bus zum Bietekopf. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, der Erdmann ist ein Übergang, der bleibt meistens auf dem Weg. Ja. Generell F79 ist ja jetzt weg. Hast du gehört? Was ist das? F79 ist eine U-Bahn. Ach so, okay. A3N70 noch? Ich kenne mich da gar nicht aus. Also. Schade. Was ist gelb, sag ich ehrlich. Ja, die gelben, ja. IKA kennst du auch, ne? Ne? IKA? Ne. Ich könnte jetzt eigentlich auch schon bald Busfahrer machen, weil ich bin ja schon 15. Aber wie gesagt, da muss... Ja. Also wir sind angefangen und meine... Ich hatte 2004 haben die Fahrschule gemacht. Ja. 30 Leute. Ja. Und die ersten 20 waren ganz schnell wieder aufgehört. Okay. Also noch in der... Wie heißt denn die Berufszeit? Praktikum. Ach, Praktikum. Da haben die schon, meistens schon auch... Also das merkst du relativ schnell, ob das passend ist, ne? Ja. Also... Das Wichtigste ist, die Zeit spielt erstmal immer die Sicherheit. Ja. Und, ja. Aber dann hast du manchmal wächst, hängt der Wecker um 2 und dann wieder muss der so 16 Uhr anfangen. Okay. Das muss man mögen. Mhm. Wochenende, Sonntag, Feiertag. Ja. Wie lange fahren wir jetzt eigentlich? Ist denn weit? Ist nicht so weit. Das kann ich gleich sagen. Das ist ein bisschen. Am Fahrplan, oder? Knappe Viertelstunde. Knappe Viertelstunde sind 15 Minuten, ne? Geht ja. Ich weiß gar nicht, wo wir. Also, ich weiß, wo wir uns sonst hinstellen, wenn wir in der Gegenrichtung sind. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir uns jetzt hinstellen wollen. Aber so. Werden wir ja sehen. Da steht 800 und nicht M, guck mal. Was? Hier oben steht. Die 8 musste eingeben, damit draußen M steht. Weißt du? Ja. Wir haben ja keine Buchstaben. Ah. Also 829 ist die Kennung für M29. Ach so. Und wenn man jetzt X eintippen will, welche Zahl wäre das? Das ist X? Ja. X hat Buchstaben haben wir ja nicht. Du kannst hier 5 eingeben für 8 plus. Ja. Was haben wir noch? Ja, nee, 9. Für X ist es glaube ich 5 und die 9 ist für 8 plus. Ah, so. Okay. Müsst ihr jetzt auch nochmal gucken. Ich habe auch schon Kollegen, die haben mal außen dran geschrieben, die haben irgendwie was mehr Kenntnisse als ich, die haben draußen geschrieben, es gibt ja eine lange Nacht im Museum. Ja. Dafür gibt es halt auch eine Kennung, aber einen haben sie mal angeschrieben, lange Nacht der schönen Frau. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, fand ich aber gut. Ja. Sind generell alle Kollegen nett und sind lustig. Hast du auch schon mal früher Solaris Subino 18 gefahren? Nee. Den Gelenker? Nee. Okay. Also generell nur Doppeldecker. Ich glaube, wir haben auch schon immer einen. Wir haben ja noch einen Bei N-Schlenki haben wir ja noch und jetzt haben wir noch Citaro, ne? Ja. Die sagen das schon. Nein, die sind nicht gekauft, sondern sind geliehen. Das sind Leihfahrzeuge von der BVG. Wie gesagt, ich hab das nur durch Zufall den Busfahren gemacht. Ah! War arbeitslos? Ja. Da wollten wir nicht in so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen stecken. Ja. Ein Vorstellungsgespräch habe ich an der Mission gegeben. Das war irgendwo in Spandau. Ja. Eine Halle, wo die Möbel aufgearbeitet haben. Also die Leute haben da so drauf und die Software gegeben. Ich bin langweilig. Da haben wir gehst du lieber bei der WVG? Ja. Ich lese da ein bisschen Busfahrer. Ja.
da aber schon zwei abgeschlossene Ausflüge. Okay. Einmal als Kaufmann und als Erzieher. Ach, als Erzieher? Da haben die natürlich gesagt, naja, noch eine Ausbildung in Zahnarzt. Aber ja. Haben sie dann doch einen Kurs wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was der jetzt kostet, aber damals so 6.000 Euro. Ja. Oh! Generell, das waren irgendwie Feuerwerksknall oder so. Generell, ich war einmal, wo ich mal als kleines Kind war, so 8 war, ist so ein Citaro, so ein Citaro Dreiachse, kennst du noch die älteren? Diese Dreiachsen Citaro? Volvo hat immer Dreiachsen. Ne, diese Citaro Mercedes. Ist auch ein 187er gewesen, in Richtung Heilbauer Weg, kam Innsbrucker Platz angefahren, fährt an die Bordsteckkante auf Ehmerplatz der zweite Reifen in der Mitte. Und das hat richtig laut gepocht, dass die Plakate so von der Wand abgeflogen sind fast. Dann war erstmal so, hä, was ist los? Das hat sich rausgestellt, der Reifen ist geplatzt. Und da habe ich mir gedacht, Bruder, wie geht denn das denn? Alter. Landwitzkirche, was war denn da? Ach, da ist aber auch einfach mal ein Reifen geplatzt. Ist die auch schon mal ein Reifen geplatzt? Nö, bis jetzt nicht. Das ist ja gut. Aber das ist U-Bahn, ne? Ja. Generell mein Freund hier, der hier sitzt, der hat einen Stiefvater, der arbeitet bei der U8 als U-Bahn-Fahrer. Ne, Jimmy? Genau. Ja, U6 fährt oben, U5 fährt oben, U4. U6 fährt oben. Ab wann fährt U6 oben? Ab Kurt Schumacherplatz. Ab Borsigwerze fährt sie wieder runter, aber vor Borsigwerze fährt sie runter wieder. U5 fährt ab Tierpark draußen. U3 fährt ganz weit draußen bis Gleisdreieck und ab. Wann fährt sie denn? Also sie fährt zweimal bis dreimal draußen. U1 ja, auch. Kann sie dann nicht aussuchen, das ist das Görlitzer Bahnhof. Ah, wir sind jetzt hier bei der U1. Oh Scheiße. Ich hoffe, wir erwischen noch den Digitalen. Welche Nummer sind es nochmal von dem Digitalen gewesen? 35. Nee, der hat Warnblinkanlage an. Ja, aber da sind ja die Kopf so verwegen. Scheiße. Das ist so geil. Ich überlege, ob ich auch reinfahre. Sehr geehrte Fahrgäste. Sehr geehrte Fahrgäste, wir haben da wohl eine Demonstration und irgendwie geht das nicht weiter. Eigentlich sollten wir noch bis zum Moritzplatz kommen, aber das sieht nicht so gut aus. Wollen wir hier aussteigen? Warte, Chef, kannst du ein bisschen bis Skalica fahren? Guck mal, da vorne ist. Ich weiß, aber so, guck mal, bis Skalica, du weißt von Seite. Skalica. Der Kotti und dann so rüber. Du, ich bleib mal lieber hier stehen, weil da vorne steht. Ich weiß, Demo, aber kannst du hier reinfahren, genau, Skalica? Nein. Das Prinzen und dann hochfahren, Ritterstraße. Ich darf doch gar nicht. Wir sollen bis zum Moritzplatz Endhaltestelle nehmen, weißt du? Ich darf nicht. Ich sag dir ehrlich, bis Moritzplatz schaffen wir es. Das ist von Skalica über. Darf das nicht. Er hat eine Linienführung. Großer N1 wird auch über diesen Kreis ja, aber so. Guck mal, ich glaub dir, ich weiß. Aber dann lass. Wie sollen wir das machen? Ich bleibe jetzt hier stehen, weil da drüben ist alles dicht. Guck mal, die Polizei hat Durchfahrt verboten. Kannst du. Hey, was haben wir da? Okay, Großer, kannst du es rauslassen? Bis Kotti? Oh. Ich hab ihn schon gesagt. Sogar noch nach Kotti weiter, Prinzen und so Hand. Ja, Junge, ich geh U-Bahn. Ja, ich weiß auch. Ja, können ja auch U-Bahn nehmen, ne? Das ist ja nicht. Ja, irgendwann kommt er halt auch in die Richtung, weißt du? Wenn er durch kann. Okay. Der. Euer Digitaler, der. Mhm. Der hat es ja anscheinend bis zum Moritzplatz geschafft. Am besten wartet ihr da drüben. Mhm. Und dann kommt er irgendwann an. Fahren Sie weiter, Thema Platz oder nicht? Nee. Das, okay. Da geht's nicht gerade weiter. Am besten wartet ihr da drüben. Wegen des. Okay, habe ich nicht gesehen. Komm ich dann durch der Unterführung da? Leite so lieb und warte drüben, ich muss das erstmal. Ja?
Jo, darf ich Fotos machen dann? Ja, kannst du. Danke. Ja, danke Ihnen.